Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir eine weitere, haben wir Nebenmission gemacht und eine weitere Masako-Mission. Da wir die Nummer 5 hier übersehen haben, wurde dann dadurch gestern hier Nummer 8 freigeschaltet. Das letzte Mal. Und damit wissen wir jetzt halt, wer den Mord an Masakos Familie beauftragt hat. Ihre eigene Schwester. Und jetzt halt gehen wir zu den Fragezeichen und schauen, dass wir diese erledigen. Und ich habe auch neben mir eine Map offen, wo jetzt die ganzen Mongolenlager sind. Bei uns fehlen nur noch 5 Stück, die wir finden müssen. Das sechste ist nämlich die Burg. Und eins davon ist tatsächlich dieses Fragezeichen. Aber naja. Was soll's. Wenn wir die Mongolenlager machen, Wer will kämpfen? schalten wir dadurch ja am Schluss dann die ganze Karte frei. Ja, zu früh. Zu früh. Es war zu früh, meine Herren. Komm, greif an. So, hier. Da. Da. Da mit dir. Und da mit dir hier. Zikaden haben wir, Grille haben wir gefangen, geholt, 8 davon erst. Ich glaube, das ist das wahrscheinlich eins der der Sammelobjekte, die ich wahrscheinlich per Karte mit einer Online-Karte machen werde. Bis auf die Mongolenlager, aber ja. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich wahrscheinlich per Karte dazu holen werde. Weil ich schaue ja, dass ich dieses Game im Let's Play platine. So wie God of War Ragnarok. Versuche ich im Let's Play zu platinen, weil die Games machen so Bock, da will ich einfach alles machen. Also Ghost of Tsushima hat mich richtig gefesselt. Die Story habe ich absolut keine Ahnung, wie es ausgehen wird, ne? Momentan ist ja letzte Story bedingt, dass wir von Fürst Shimura adoptiert worden sind. Kämpfen wir! Jetzt müssen wir schauen, wie die Story ausgeht hier. Ob es ein gutes Ende gibt oder nicht. Zu den Gegner mit der Geistkampfhaltung. Das Bonusziel ist easy zu erreichen. Ghost. Achso, das war's schon. Nie und nimmer warst du schon. Nee, oder? Meine Herrschaften, das war schon. What the hell? Eigentlich ist jetzt noch irgendwo hier eins. Ich glaube, das nehmen wir mit. Irgendwo da in der Richtung ist es. Irgendwo in der Richtung ist es. Also reiten wir einfach mal dahin. Und dann haben wir da hinten auch alles freigelegt und können vielleicht da noch ein paar Fragezeichen machen. Und die restlichen 4 sind oben, sobald ich weiß. Chiharu! Ganz zu still! Hübe!
So. Mal schauen, wie viele Fragezeichen dann am Schluss noch offen bleiben, wenn wir die ganze Karte freigelegt haben, ne? Aber das passiert erst, wenn wir den Akt 2 abgeschlossen haben. Das heißt wahrscheinlich Ryoso getötet haben. Hier. Nein, falsch. Wir sind noch 300 Meter weg. Das ist kein Mongolengebiet. So. Irgendwo hier hinten muss eins sein. Gucken, Alter, warum ist hier alles jetzt so hell? Holy shit, das ist ja übel hell. Viel zu hell. Ist hier noch ein Schrein? Sieht so aus. Hab sogar relativ gut getippt, wo das Lager sein wird. Eins. Zwei. Drei. Komm mal da, Hundi. Lass mich aber in Ruhe. So. Da oben müssen wir hin. So. Gut, haben wir hier. Munition. Zwei. Kaum mal die Gegner zu besiegen, ist relativ einfach. Das war's mit dem Lager, hm? Das war's mit dem Lager. Dann hören wir uns die Fragezeichen hier. Perfekto. Gehen wir einfach weiter. Wir schauen vielleicht ein Schrein. Fuchsbau. Eine heiße Quelle. Bambusstand. Fuchsbau, den höre ich schon. Gut, dann zeig mir, wohin ich muss, Fuchs. Hier hinter. Da lang. Hier hin. Perfekt. Perfekto.
Das ist ein Lager der Überlebenden. Okay. Das sieht nach einem Tempel aus. Nach einem Schrein, meine ich. Was ist da? Ah! Nice Quelle, perfekt. Ja, mal gucken, über was wir jetzt sinnieren werden. Die warme Luft, die Kirschblüten. Wie sehne ich mich nach dem Frühling. Perfekt, dann hier hin. Gehen wir hier rüber. Und schauen, was hier jetzt ist. Wir müssen jetzt nach oben. Ach, wir müssen da hoch. Oh, holy moly. Da drüben ist ja ein Wurm. Da müssen wir hin. Ich bin schon mal, dass wir dem Licht erreichen. Wir müssen ja die Feuer entzünden, weil das auch eine Quest ist. Entzünde alle Leuchttürme. So. So. Was haben wir denn hier? Als ob hier echt ein Bambusstand ist. Fuck, falsche Taste, ja. Perfekt. Jetzt haben wir's. Wir brauchen so viele Bambusstände, um uns zu erhöhen. Wo sollen die ganzen Bambusstämme denn herkommen? So. Wie lange müssen wir? Perfekto, hier müssen wir hin. Bankais Fälle. Also Bankais. Bankai ist was anderes. Ah, Haiku. Ich schätze mal, dass das ein Haiku ist. Bin mir aber noch unsicher. Ne, es ist ein Haiku. Dann verfassen wir eins. Über Erhaltung. Beständig und stark.
Reise ins Unbekannte enthüllt innere Schwäche. Mit Schutz sicher und gewiss. Hinzu auf das Ziel, nimm mal gleich das erste. Beständig und stark. Mit Schutz, sicher und gewiss. Hinzu auf das Ziel. Jetzt reiten wir mal hier hin, weil hier unten war ein Turm. Also ein Leuchtturm, und den möchte ich mitnehmen. Und ich glaube, wenn ich hier auf die Karte gerade gucke mit den Mongolenlagern, ist das sogar ein Lager. Warum kommt immer wieder das Server-Ding? Ja, reiten wir dahinter. Jungs, lasst mich doch in Ruhe. So. Dort hinten ist ein Turm. Da raucht es auch so. Wenn ich, das müsste das Mongolenlager sein, glaube ich, ja. Oh, holy moly. Auch mit dir. Auch mit dir. Drei Punkte habe ich, die muss ich echt mal ausgeben. Game. Danke. Kampfhaltung und Hammer. Da müssen wir das hier machen. Mal das. Wenn ich schnell bin und präzise, drei zugleich töte, habe ich eine Chance. Machen wir die Schockwelle. Machen wir die Schockwelle der Bomben. So, das müsste jetzt ein Lager sein. Auf geht's. Oder zumindest ein Leuchtturm, den wir anzünden müssen. Es ist ein Lager. Töte einen Gegner im Herausforderungskampf. Wer zum Geier sieht mich denn da überhaupt? Kommt her und kämpft! So, jetzt haben wir die Bonus-Ziel schon mal. Bonus-Ziel haben wir. Perfekt. Leiden beenden. Hier mal das. Gut, hier. Gut, hier. Perfektor. So. Interessant.
gestern. Da unten stehen noch zwei. So, hier. Gut, hier. Haben wir's? Im Turm ist noch einer. Im Turm. Haben wir es jetzt. Perfekt. Zünden wir diesen Leuchtturm an. Das dürfte jetzt unser dritter sein oder so. Von 7, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Geschenkaltar. Wir können zur Bogenmacherin gehen. Das Schwert können wir noch nicht machen. Darf ich euer Katana für euch schärfen? Gold und Vorräte fehlen, okay. Vorräte noch knapp 400 oder 200 waren es. Und ein Gold. Ja, das sollte ich mit einer nächsten Hauptquest haben. Wo bin ich jetzt gerade hingelaufen? Ach, scheiß drauf. Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Kronen, Samurai-Clan, nee. Ich möchte meine, die von Sakai Rüstung möchte ich ja haben und gucken, wie die ist. Und dann würde ich die wahrscheinlich verbessern. Aber ich würde jetzt sagen, ich bin in die Folge hier. Danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge arbeiten wir uns zu diesem Samurai hier hoch und schauen, dass